recht cooler Schneefall gerade, deswegen Entschuldigung, die Frontlinse kriegt irgendwie immer Flocken ab, die uns hauen. Also ist vielleicht ein bisschen unscharf das Bild, aber ich glaube halb so schlimm. Hallo zusammen. Also das mit dem Schnee hat auf jeden Fall geklappt heute Morgen. Und wahrscheinlich nicht bloß heute Morgen, auch die nächsten Tage werden nicht wirklich wärmer. Also zumindest so auf 500, 600 Meter wird es wahrscheinlich weiterhin winterlich bleiben. Zumindest mal temporär, was ich ziemlich cool finde. Weil es ist noch erreichbar in vertretbarer Distanz. Einziges Problem, ich habe keine Ahnung, was ich hier fotografieren will, kann, also will schon, Wald, irgendwas. Aber ja, Neuland, die Gegend oder eigentlich fast jede Gegend, die so hoch ist, da bin ich einfach zu selten. Dementsprechend wird es vermutlich ein ziemlich planloses Video, aber das ist ja nicht immer das Schlechteste. Mal schauen, was ich alles so finden kann. Recht cooler Schneefall gerade und deswegen direkt mal Entschuldigung, die Frontlinse wird irgendwie dauernd Schneeflocken ab, die dann tauen, deswegen ist das Bild vielleicht nicht ganz optimal gerade, aber ich glaube, das ist egal. Ich habe hier hinten so ein paar Bäume, die noch Restlaub haben, so verfärbtes Herbstfarbenlaub, orange, und wenn ich den Weißabgleich so ein bisschen anpasse, dann habe ich hübsche Komplementärfarben. Hinten, wo es in den dunklen Wald reingeht, ist alles ein bisschen bläulich und natürlich ist Laub dann orange, das macht sich ja immer ganz gut. Einziger Nachteil, es ist recht windig, dementsprechend bewegen sich nicht bloß die Schneeflocken recht schnell, sondern auch das Laub. Das heißt, ich bin jetzt im ISO-Wert recht weit draufgegangen, damit ich kurze Belichtungszeiten habe, weil ich auch will, dass die Schneeflocken irgendwie eher punktförmig als strichförmig sind. Aber dann sieht es, glaube ich, doch recht gut aus. Ich zeige es euch mal ganz kurz zum Kameradisplay. So in der Art hier irgendwie stelle ich mir das vor. Viele Fotos gemacht, Schneeflocken mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall immer scharf, einigermaßen zumindest. Halt recht windig, aber das passt schon. Baumstämme mit Schnee am Rand, die wirken immer so schön plastisch dadurch, finde ich. Und eben, wie gesagt, der jetzt nicht wirklich erkennbare Farbkontrast hier. Also man sieht, wenn man hinzoomt, hier ist zumindest noch das Orange drin. Nach hinten ist es ein bisschen monochrom jetzt. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man Weißabgleich anpasst, dann haut es hin mit dem Farbkontrast zwischen warm und kalt, zwischen orange und bläulich. Ein ganz ordentlicher Anfang, glaube ich. Also hier in groß, viel Spaß damit. Das zweite Foto ist irgendwie recht ähnlich, aber irgendwie auch doch wieder überhaupt nicht. Also es ist wieder Wald, es ist wieder irgendwie das Laub, das eine wichtige Rolle spielt, das Bunte. Oder naja, so richtig bunt ist es eigentlich nicht, es ist eher bloß rötlich, aber das ist auch gut so. Und dieses Mal ist auch kein dunkler Hintergrund da, sondern einfach sehr heller Hintergrund, was daran liegt, dass dadurch, dass es recht hohe, tiefe Temperaturen hat, der Schnee schön klebrig ist und dementsprechend an den Baumstämmen recht gut haftet. Was praktisch ist, weil dadurch sind im Hintergrund, wo an sich dunkle Bäume wären und es einen sehr starken Kontrast dann zum Himmel geben wird, einfach alles hell ist. Also das kann man einfach zu einem schönen, hellen Foto machen. Und das Einzige, was nicht so hell ist, sind dann die Baumstämme, die hoffentlich nicht zu chaotisch wirken. Und die Äste, die am Boden liegen, die erst recht hoffentlich nicht zu chaotisch wirken. Und eben das Herbstlaub, das noch dran ist, das vermutlich so ein bisschen sättigungsverstärkt wird. Und dann ergibt es, glaube ich, auch ohne Nebel oder ähnliches ein recht cooles Foto. Hier in groß. Viel Spaß damit!
Also das war jetzt gerade nochmal richtig cool. Es hat irgendwie aus irgendeinem Grund nochmal richtig angefangen zu schneien und ich war zufällig an der richtigen Stelle. Und die richtige Stelle ist hier jetzt einfach eine, wo ich Waldrand habe. Ich bin auf so einem Weg unterwegs, hier am Wald entlang. Nach hinten ist ganz frei, da ist so eine Wiese, eine große. Und der Wind kommt zufällig auch von da, das heißt, der Schnee kann richtig dagegen klatschen. Und weil, wie vorher erwähnt, das recht feucht ist, bleibt er halt auch schön an den Baumstämmen kleben. Wo er nicht kleben bleibt so richtig, ist an Blättern, also teilweise schon, aber nicht so arg. Da ist der Wind wohl einfach zu arg, das heißt, dann wackelt es immer wieder runter. Dementsprechend habe ich vom Laub die schönen Farben noch. Und das macht sich auch dieses Mal wieder ganz gut. Vor allem vorher, als die Schneeflocken noch so richtig stark waren. Es hat richtig stark geschneit mit großen Schneeflocken. Es sah schon ganz cool aus. Ich hoffe, es sieht auch in groß ganz cool aus, weil hier ist es. Viel Spaß damit. Also irgendwie finde ich diesen hässlichen Wald hier hübsch, weil er eben so gerad ist und dadurch, dass der Schnee dran klebt, irgendwie das auch lustig ist, weil jeder Baum eigentlich aus zwei Teilen besteht oder eher aus drei Teilen. Kein Schnee, Schnee und kein Schnee. Aber der Untergrund ist hässlich. Hinten guckt irgendwie teilweise doch leider irgendwie Himmel durch. Dementsprechend habe ich sehr helle Teile. Ich habe jetzt gerade auch probiert, irgendwie einfach was in Schwarz-Weiß sehr kontraststark zu machen, sodass vielleicht bloß die Baumstämme sichtbar sind und Schnee und Himmel gleich hell sind. Aber irgendwie ist das auch nichts und ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich, weil es ja sowieso sehr grafisch ist einfach, hier einfach einen Wischer mache, damit ich einfach bloß die Strukturen habe. Es bietet sich ja an sich an hier irgendwie, auch wenn es eigentlich ja eine Art Foto ist, die ich gar nicht so mag, aber wenn es passt, dann passt es halt. Also ich glaube, ich mache es einfach. Also wenn ich es mir so im Kameradisplay angucke, dann passt es jetzt, glaube ich, klassischer Wischer. Das bietet sich der Wald halt doch irgendwie an. Also wie gesagt, ich fand ihn jetzt eigentlich hübsch und hässlich gleichzeitig auf normale Art zu fotografieren. Ging jetzt für mich nicht wirklich, aber ich glaube, muss auch nicht. Dafür wurde ja schließlich der Wischer erfunden. Und es hat ja doch irgendwie ganz gut funktioniert jetzt. Ich habe einfach aus der Hand fotografiert, die Kamera bewegt hier. Und ich weiß nicht, ob das nicht jeder Stabilisator inzwischen macht, aber meiner erkennt automatisch, in welche Richtung ich jetzt bei so einem Wischer die Kamera bewege. Das heißt, der stabilisiert die andere Richtung. Das heißt, wenn ich so mache, gucke, dass die Richtung hier nicht wackelt. Wenn ich so machen würde, gucke, dass die Richtung nicht wackelt. Das macht es recht einfach dann, dass die Spuren, wie man sie jetzt sieht, recht gerad werden. Und dann kann man sich einfach irgendwie schön austoben, auch mit so einem Wald. Und auf die Art sieht es dann doch ganz gut aus, finde ich. Also hier mein vermutlich letztes Foto des Tages. Viel Spaß damit. Ja, das war's dann für heute. Ein schöner erster Gruß vom Winter, so kann es gern weitergehen. Auch wenn ich glaube, dass es nicht ganz so gut weitergeht, wie es angefangen hat. Aber letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, war glaube ich auch um die Zeit rum der erste Schnee da. Und danach ging es ja teilweise zumindest noch ganz gut weiter. Mal sehen, vielleicht wiederholt es ja. Wäre ganz cool, wenn nicht, irgendwas findet sich auch immer. An der Stelle noch mal kurz Werbung für meinen Kalender. Es läuft noch die Vorbestellphase aktuell bis nächsten Mittwoch, bis kommenden Mittwoch. Also falls ihr Interesse daran habt, jetzt ist noch die Zeit, ihn vorzubestellen. Danach gibt es dann höchstens noch ein paar Restexemplare. Also wer ihn sicher haben will, ich verlinke das noch mal in der Videobeschreibung. Okay, und das war's dann für heute. Wird langsam windig und kühl. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich hoffe, euch haben die Fotos gefallen. Macht's gut. Bis dann und tschüss.